Unweit von hier haben 6 Mitarbeiter der Firma Lipp aus Tannhausen gearbeitet. Wie durch ein Wunder überleben sie. Ihre Familien zu Hause allerdings sind fast 24 Stunden im Ungewissen. Also es war für mich furchtbar und ich habe mir alles Mögliche ausgemalt, wo ich die Bilder gesehen habe. Ich habe nur noch gebetet und... Endlich darf Hede Abele aufatmen. Ihr Sohn ist nach einer wahren Odyssee sicher zu Hause. Die Wiedersehensfreude ist groß. Der Moment, in dem die Erde bebte, ist jetzt nur noch schreckliche Erinnerung. Ich war in 8 Meter Höhe auf dem Christ, auf dem Baukrist. Und ja, wo das Beben angefangen hat, dachte mir eigentlich nur, das ist ein Scherz von den Freunden, die unten sind, die ab und zu mal die Scherzle gemacht. Aber wo es dann nicht aufgehört hat, bin ich einfach runter. Und dann ist einfach auch das Laufen schwer gefallen. Das war, wie wenn nur einer den Boden wegzieht. Ich habe mich dann bloß hingesetzt auf den Boden und habe gesehen, dass die Leute alle von der Baustelle wegspringen. Und es hat einfach auch gar nicht mehr aufgehört. Es waren 3-4 Minuten, wo der Boden bebt hat, wo LKWs angefangen haben zu wackeln. Wo eigentlich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, das war unbeschreiblich. Die Mitarbeiter haben Glück im Unglück. Die Baustelle der Biogasanlage befindet sich 6 Kilometer weit im Landesinneren auf einer Anhöhe. Erst im Hotel erfahren sie vom Ausmaß der Zerstörung. Nichts wie weg, lautet die Devise. Und dann sind wir dank der Übersetzerin, die unser Navi programmiert hat, weil es nur Japanisch auf Japanisch geht, also nicht Englisch, gar nichts. Und dann sind wir auch Richtung Sapporo. Zuerst mal Hanamaki, das wäre der nächstgelegene Flughafen gewesen. Da sind wir hingefahren und war eigentlich gesperrt, weil der selber teilweise zerstört war. Eine abenteuerliche Heimreise beginnt. Sie endet für die Mitarbeiter von Lipp und deren Angehörige mit einem Happy End. Okay. Froh drüben zu sein. Ja, es ist eine Riesenerleichterung und ich freue mich einfach, dass er jetzt da ist.